Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Andi und heute gibt es wieder eine weitere Folge Dark Souls 3. So, in der letzten Folge hat uns hier der Speermob da oben hier runtergekickt. Ich hoffe, dass wir jetzt besser durchkommen. So, dann wollen wir es mal probieren. Ah, die sind schon krass, ey. Genau, da sind wir unsere Seelen. Bleiben wir wieder mitnehmen. So, dann schauen wir mal. Ich muss irgendwie jetzt den einen hier, der hinter der Säule hier steht, irgendwie ausschalten, ohne dass mich der Typ da oben trifft. Boah. Okay, alles klar. Boah, nicht fallen. Boah. Mein Gott, machen die einen Schaden. Heftig. Schnell hier schauen. Oh, wo ist er? Boah, ich kann den aber auch nicht irgendwie parieren oder sowas. Oh, down. Mann, 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 wie mache ich das? Höchstens eins probieren. Ich habe da eine Idee. Und zwar werde ich jetzt mal ein anderes Schild nehmen, mit dem kann man kicken. Ja, was heißt kicken? Aber mit dem kann man Gegner runterstoßen. Probiere es jetzt mal mit dem anderen Schild. So, das ist das hier. So, und das ist die Attacke hier. Genau, mit dem werde ich es jetzt mal probieren, ob ich die nicht runterkicken kann, vielleicht. So, schauen wir, dass wir da schnell wieder hinkommen. Ich muss halt aufpassen, dass ich selber nicht runterfalle. Das wäre natürlich fatal. Aber bei meinem Glück wird es mir wahrscheinlich passieren. Ah. Zauberer schießen auch schon wieder auf mich. Ja, ist ja gut, Leute. Immer ruhig bleiben. Schnell hier rein. Okay, super. Und das schon mal geschafft. Jetzt schauen wir bloß schnell hier die Wände an. Dass hier irgendwie was Geheimes wieder ist. Man weiß ja nämlich nie. Aha. Okay, alles klar. Machen wir jetzt aber noch nicht. Ich gehe mir ja später runter. Ich will jetzt echt schnell da oben lang. Auf jeden Fall mal vormerken. Das schauen wir uns dann später noch an. So, okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall schnell darüber. Okay, die haben mich jetzt vielleicht gar nicht bemerkt. Der steht auf jeden Fall noch normal. Und der andere. Ah, der guckt genau in meine Richtung, gell? Okay, jetzt gehen wir mal langsam hier hoch. Von mal Seelen nehmen. Mann, Mann, Mann. Okay, jetzt schauen wir mal, wie der da steht. Der steht. Oh, kann der den anderen nicht abschießen? Okay, wenn ich jetzt von hier gehe, kann ich ihn wahrscheinlich nicht runterkicken. Müsste ich fast von der anderen Seite probieren. Ich probiere jetzt einfach mal. Komm her, du Volldepp. Warum machst du denn nicht? Boah. Oh. Mann, Mann, Mann. Okay, und der nächste Versuch gleich wieder.
Okay, mit diesem Schild ist es schon mal nix. Dann nehmen wir das andere wieder. So, und auf geht's. Den irgendwie locken vielleicht, dass ich den irgendwie runterlocke auf ein Terrain, wo es vielleicht größer ist zu kämpfen, aber. Oder ich laufe nach oben durch, dass ich mehr Platz habe einfach. Ja, die schießen schon wieder. Schnell weiter. Der Riese ist auch schon wieder aufgewacht. So, und schnell hier rein. Ey, schießen sie noch hier rein, auch noch. So, jetzt schauen wir das uns erstmal an. Vielleicht kann er hier dann irgendwie da hoch. Und den da oben irgendwie wegwubbeln. So. Wenn ich jetzt hier lang, da oben sind meine Seelen. Okay. Die könnte ich jetzt eigentlich normal kriegen. Schnell hier hochrennen. Okay. Glaube ich, wer hier hochrennen, werde es da oben probieren. Genau, machen wir jetzt so. Und soll der mir hinterherrennen oder was? Keine Ahnung. Boah! Alter! Mann, die werden Schaden, das ist unglaublich. Okay, der ist weg. Schnell verstecken. Oh. So, wer schießt jetzt hier noch? Der da hinten steht. Okay, dann muss es nämlich der da unten sein. Weil der sieht mich ja jetzt eigentlich nicht. Das kann bloß der hier unten sein. Dann komm doch hoch zu mir. Pfeife. Okay, ich werde jetzt erstmal den da hinten wegmachen. Weil. Dann habe ich mehr Ruhe für den anderen da unten. So, sind hier noch mehrere? Nicht, dass ich auf einmal in eine riesen Schar reinrenne. Vielleicht kann ich ja backsteppen. Oder warte mal, den könnte ich ja eigentlich. Das probieren wir jetzt einfach. Das muss auch funktionieren. Ich will ihn da einfach runterkicken. Oh Mann, das war nicht geplant, Leute. Drachentöter Großfall, kleine Titanitscherbe. Ja, sowas. Das war jetzt natürlich überhaupt nicht so geplant, weil ich hier eigentlich gar nicht runter wollte. Mann! Okay. Hilft nichts. Wir müssen das Beste draus machen. Und schauen, dass wir da irgendwie wieder hochkommen. Da komme ich schon mal nicht hoch. Wahrscheinlich wird der andere Idiot jetzt da hinten auf mich schießen. Okay, ich kann jetzt eigentlich nur hier runter, oder? Schauen, ob es irgendwie einen kleineren Vorsprung gibt. Weil das sieht mir nämlich sehr gefährlich aus. Naja, es wird nichts helfen. Ich werde wahrscheinlich hier runter müssen. Oder vielleicht da vorne schauen. Ah, ich glaube, dass hier besser ist, ja. Drachentöter Großbogen. Geile Sache. Genau, was ist da? Ist Loot auf jeden Fall. Das ist das Dach gewesen, genau. Das haben wir von da oben gesehen. Oh mein Gott. Oh, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst.
Ach, jetzt bin ich ja hier wieder. Alles klar, das verstehe ich. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann kann ich nämlich da oben gleich wieder hoch ohne Probleme. Hoffe ich mal. Jetzt gehen wir mal gleich hier hoch. So, jetzt. Also das ist falsch. Das da, genau. Nee, das war das falsche Schild. So, okay. Jetzt müsste ich eigentlich hier Ruhe haben. Kann ich den vielleicht irgendwie da runterschießen oder sowas? Okay, der steht jetzt da drüben. Ich will den irgendwie da hochlocken. Es kann ja nicht so schwer sein, dass ich den da hochkriege. Aber der steht saublöd da, dass du ihn von hinten fast nicht erwischen kannst. Okay, da liegt auf jeden Fall noch Loot. Oh, Schwein gehabt. Ja, bist du tot oder bist du nicht tot? Ja, jetzt bist du tot. Boah. Schwere Geburt. Mann, Mann, Mann. Okay, da kann man auf jeden Fall runter. Da springe ich jetzt aber nicht runter. Mit dem Scheißbau. Ich gehe hier lieber runter. So, die anderen haben wir ja erledigt. Asche des Ostländers. Ah, das ist wahrscheinlich dann wieder was für ein Feuerbandschrein für den Händler. Für die alte da, die alte Hexe. Kann die wieder neue Sachen herstellen. So, also Asche immer den Händlern geben. Die bauen dann immer schöne Sachen für euch. Genau. So, jetzt schauen wir mal hier weiter. Die haben wir gekillt. Hier steht jetzt keiner, also gehe ich mal hier lang. Vielleicht ist hier irgendwie Loot oder so. Okay, hier ist jetzt nix. Da ist auf jeden Fall Loot. Das heißt, okay, da ist auf jeden Fall wieder so ein komischer Ritter. Oh, ich muss echt mal irgendwie ein bisschen Ausdauer skillen. Wenn wir verliere echt zu schnell Ausdauer. So, ist hier was? Okay, da ist ein Ritter. Einer. Ich habe das Gefühl, dass da bestimmt noch einer steht. Steht bestimmt. Ist ein oder zwei? Ja, ist doch gut jetzt. Komm. Ruhe am Puff. Schnell schauen, ob da noch einer ist. Ja, komm her, B. Komm her. Boah, da trifft er mich von da. Will der mich verarschen? Meine Fresse, was machen die Schaden, ey? Alter Schwede. Was hat er bewacht? Irgendwas muss er bewacht haben. Er steht doch nicht umsonst hier hinten, oder? Irgendwie eine geheime Tür. Bin der geheime Türenfreak. So, warum steht der hier hinten? Der steht doch nicht umsonst hier hinten. Hier muss doch irgendwo was sein. Ich muss aufpassen, dass wir jetzt nicht sterben.
Weil ich könnte eigentlich schon wieder ein Level machen. Das würde ich gerne in Ausdauer investieren, das Level. Okay, da ist einer. Da ist einer. Oh, es ist beschissen wieder. Okay, hier geht's. Ist hier einer? Und hier einer versteckt ist hier. Den da würde ich gern backstabben. Aber ich werde wahrscheinlich sterben. Okay, vor der anderen könnte ich mich hier unten ein bisschen schützen. Probieren wir es einfach mal. Na komm her. Backstep, Baby. Und leg dich nicht mit Papa an. Okay, Titanitscherben finden wir schon mal sehr gut jetzt. So. Jetzt schauen wir, dass wir den auch irgendwie backsteppen können. Okay, da geht's runter. Warte mal, schauen wir mal schnell da rein. Okay, da geht's runter. Da wollen wir jetzt aber noch nicht hin. Ich wäre erst bei den hier. Wegknallen. Irgendwie. Oh. Verarschen. Komm her. Komm her zu Papa. Keine Ausdauer mehr. Vorsichtig sein jetzt. Mann, die machen ganz schön Schaden, hey. Krass, krass, krass. Was die für einen Schaden reinhauen. Die ist ja nicht mehr normal, du. So, da war Loot, glaube ich. Da haben wir Loot gesehen vorher. Nehmen wir gleich mal holen. Ah, alles klar. Ich glaube, da ist der Shortcut von unten von der Tür, wo wir ganz zum Anfang gesehen haben, wo wir nicht öffnen konnten. Könnte vielleicht ein Shortcut jetzt sein. Große Scherbe. Sehr gut. Ja, ja, komm. Seid mal ruhig. Seid mal ruhig da unten. Okay. Das müsste der Shortcut sein. Hier runterklettern. Zack. Alles klar. Dann haben wir auf jeden Fall einen schnellen Weg hier hoch dann später. So, okay Leute, wie es denn hier weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und ansonsten, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Andi.